Und dann sehe ich gerade, dass wir eine E-Mail haben. Die sollten wir zwischendurch mal lesen. Ich wollte Sie nur wissen lassen, dass meine Gedanken bei Ihnen sind. Viel Glück. Bitte vergessen Sie nicht, Miguel aufzusuchen und ihm meinen Brief zu geben. Ich bin sicher, Sie werden ihn einen äußerst wertvollen Menschen finden. Ja dann. Entweder einen Taktikbildschirm. Ja. Und dann reden wir hier. Wir sind Zivilisten. Hallo, ich will mit dir reden. Warum bist du hier? Wie konnte dich Enrico schicken? Er ist tot. Schon mehr als 10 Jahre. Ja gut, dann geben wir dir halt eben das Dingskirchen hier. Brief von Enrico Schivaldori. Er hat uns nicht vergessen. Nur wenig Leute wissen, dass er ist noch am Leben. Die meisten Menschen in Arulco denken, er würde vor langer Zeit ermordet. Wir hatten schon Hoffnung aufgegeben, jemals wiederzuhören von Enrico. Wer würde es glauben, dass wenn jemand lebt im Exil und Bequemlichkeit, er sich würde noch kümmern um dies elende Land. Nun gut, denn folge mir. Mache nicht schnelle Bewegungen. Männer von Miguel sind nervös. Du besser ihnen nicht provozieren. Dick Trenner hat uns über 2 Monate brutal bombardiert und angegriffen. Wunderbar. Dann folgen Sie mir, Fatima. Oder wir gehen einfach vor. Da die gute Frau doch ein bisschen lahm ist. Na dann darf der ganze Trupp mal ein Sektor weiter. Fatima, wo steckst du? Lass mich raten, Fatima ist noch nicht hier drüben, ja? Eieieiei. Na dann wieder zurück in den anderen Sektor. Ein Glück, dass meine Maus da aus dem Bildschirm raus will. Oh, inzwischen. Ich will für Sie hoffen, dass Sie gute Neuigkeiten haben. Entschuldigt mein Eindringen, Eure Hoheit, aber eine unserer nördlichen Patrouillen ist überfallen worden. Elliot, Sie Schwachkopf. Wir haben die Rebellen in Omerta vernichtet. Was hat das zu bedeuten? Wie wir gehört haben, Eure Majestät, scheinen die Rebellen eine Art von Einsatzkommando von außen zu haben. Wir vermuten, dass sie mit dem Hubschrauber angekommen sind, den wir vorhin entdeckt haben. Einsatzkommandos? Was für Einsatzkommandos? Und woher? Sie könnten angeheuerte Söldner sein, Eure Hoheit. Es waren nicht viele. Was? Woher haben die Rebellen das Geld, Söldner zu rekrutieren? Aber egal, ich will ihre Leichen zur Untersuchung haben. Die Rebellen scheinen den Überraschungseffekt zu ihrem Vorteil genutzt zu haben, meine Herrin. Sie haben uns geschlagen. Besiegt? Wir? Schicken Sie sofort meine Truppen dorthin. Ja, Eure Hoheit. Uiuiui. Können wir da jetzt langsam mal rübergehen? Hab die Stellung eingenommen, bin verfügbar. Wie immer. Wunderbar, Fox. Wunderbar. So, Fatima, bist du bitte da schon da drüben? Ja, ich dachte das immer schon. Na dann, ein ganzer Trupp rüber.
Fatima, bist du hier? Ja, doch. Wunderbar. Ja, gut. Mir schon Sorgen gemacht. Was geht denn mit diesem kleinen Weg hier? Ja, schon. Vielleicht finden wir unterwegs ein bisschen Loot. Ja, schon. Beeilung, Leute. Der blaue Balken ist by the way ihre Energie. Wenn sie zu viel rennen, dann kippen sie mir irgendwann mal um. Ah, hier gibt es nichts Interessantes. Gut. Gut. Warum habe du sie gebracht hierher? Sei nicht bei Trost. Frau, du bringst Tod über uns alle. Sie sind geschickt worden von Enrico Civaldori. Sie sind hier, uns zu helfen, Dimitri. Sie müssen Miguel sprechen. Ich würde sie niemals hier bringen ohne Beweis. Ich nehme dich bei Wort. Aus Respekt vor deinem Mann. Wir gehen runter, aber du machst einen Fehler, Fatima. Du sterbe mit ihnen. Uiuiui, ganz schön nervös, dieser Dimitri, oder? Ihr nicht bewegen und niemand müssen sterben. Fatima sagen, die wollen uns helfen. Sie sagen, sie hat Beweis, Carlos. Enrico hat Söldner angeheuert, uns zu helfen. Ich habe hier Brief für Miguel, unterschrieben von Enrico. Mit Einzelheiten, die nur er kennt. Über die Nacht, als wir ihm zu fliehen aus Arulco geholfen haben. Enrico, Civaldori, seien verdächtig. Warum er würde tun dies? Auch ich habe Hoffnung. Lass mich sehen, diesen Brief. Hier. Es ist wahr. Enrico hat geschickt uns Männer zur Unterstützung. Im Namen der Rebellen und des Volkes von Arulco heiße ich sie willkommen. Wir dringend brauchen ihre Hilfe. Tetrana will tilgen Omerta von der Landkarte. Sie ist durch und durch böse. Vom Teufel besessen. Das genügt, Heide. Unsere Freunde werden bald wissen, wie sie ist. Nicht, wenn wir sie zuerst hochnehmen. Und glaub mir, die meisten Frauen, die ich mit zu mir hochgenommen habe, waren zu blöd, einen Globus richtig rumzuhalten. Ich habe letzten Monat verloren über 30 Männer. Diese Leute sind alles, was von meiner Truppe noch übrig ist. Aber ich habe noch ein paar Leute draußen auf dem Land, denen ich vertrauen kann. Das Volk von Arulco würde Tetrana mit Freuden stürzen. Aber die Leute haben Angst vor ihr. Und das Recht, sie ist herzlos und brutal. Sie hat dieses Land seines Geldes und seiner Seele beraubt. Die Leute müssen das Gefühl bekommen, dass Tetrana besiegt werden kann. Das ist unser größtes Problem. Denn ohne Hilfe des Volkes sind wir auf verlorenen Posten. Uns fehlen Soldaten und Gerät. Sie kommen genau richtig. Uns auch fehlen Lebensmittel, Miguel. Wir brauchen sichere Route nach Drassen, sonst noch mehr Leute werden sterben. Carlos ist mein engster Berater. Er hat recht. Normalerweise hat er immer recht. Die Route nach Drassen zu sichern und die Versorgung sicherzustellen, hat absolut Vorrang. Wenn Sie Tetranas Armee zurückschlagen, gibt es in Drassen einen Priester namens Pada Walker. Er ist ein Säufer mit wenig Verstand, aber er wird uns helfen. Finden Sie ihn und erzählen Sie ihm nur das Nötige. Ich werde Leute schicken, die unsere Sache abholen. Mucha suerte und sagen Sie dem Pater, dass ich ihm sehr dankbar bin. Willst du vielleicht mitkommen, Freundchen? Im Moment, das ist nicht die richtige Lösung. Ich kann auf Aira verzichten. Sie lernen schnell und kennen den Pater gut. Ich glaube, er hat außerdem ein Auge auf sie geworfen. Oh la la. Na dann,
Ira, kommst du vielleicht mit? Hi, ich bin Ira. Ich bin vor 5 Jahren nach Arulco gekommen. Im Rahmen eines humanitären Hilfsprogramms. Ich habe aber bald festgestellt, hier ist nur eines nötig. Hilfe gegen Daedrana. Mit welchen Mitteln auch immer. Kommst du vielleicht mit? Gut, ich könnte von Nutzen sein, wenn es um das Land und die Leute geht. Aber ich muss Ihnen sagen, ich bin kein Profi, so wie Sie. Ich kann nicht so gut schießen. Bei Miguel habe ich mich um die Verletzten gekümmert und Wache geschoben. Los geht's, ich zeige den Weg. Hättest du das mit dem Schießen nicht erwähnen können, bevor ich dich rekrutiert habe? So, dann gucken wir mal in die Kiste hier. TNT. Sprengstoff hat er 17. Wir sind hier mein Sprengstoffexperte. Da. Bin bereit. Ivan? Da. Jo, Ivan ist hier mein Sprengstoffexperte. Und ein 9mm Magazin. Bin bereit. Ja gut, 9mm, das bedeutet Fox. Wobei, was habe ich denn für eine Waffe? Eine Heckler & Koch MP5K. Verbaut auch 9mm. Bin bereit. Na gut, aber es ist tatsächlich ein Magazin für die Glock 17. Wollen wir jetzt hier noch ein bisschen umgucken? Ja, ja. Ich drücke hier mal Rechtsklick zum Laufen. Toll. Toll. Jetzt finden wir hier noch was Interessantes. Ich glaub's zwar nicht, aber hey. Was liegt denn da? Oh, ein Stein. Genau. Toll. Wir nehmen wie zivilisierte Leute die Tür. Toll. Toll. Und danach marschieren wir... Da ist irgendwas. Oh, noch ein Stein. Da ist irgendwas. Ein Messer. Na komm, sammel's auf. Toll. Hab ich. Sonst war's das hier mit den Gebäuden, oder? Ich will hier das Gebäude hier noch schnell angucken. Toll. Habe gerade sonst nichts Besseres zu tun. Ich freue mich schon darauf, wenn wir vernünftige Waffen haben. Oh, eine Drahtschere. Das ist nice. Hab ich. Toll. Ist hier sonst noch was versteckt? Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier reinzugucken. Nichts. Nichts. Na dann, marschieren wir aus Omerta Richtung Drassen. Ist gut. Na dann, Abmarsch, Leute. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. In dieser Gegend ist Ärger vorprogrammiert. Oh, 3 Gegner. Dann kümmern wir uns mal drum. Ich würde sagen... wir gruppieren uns erstmal. Starten hier und marschieren hier von Deckung zu Deckung und ja... Machen alles platt, was uns da in den Weg kommt. Ja, da. Okay. Ja, schon. Das ist gut. Dann hopp hopp. Ja, gut. Die Armee. Ui, die Armee. Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Oh. Au. Ja. Spinnst du? Ivan, Fass. Kann ich vielleicht 1 Meter vor oder 2? Ah. Ira ist nicht verfügbar. Bin bereit. Ja. Foxy ist daneben. Ist aber in Ordnung. Da. Du kannst dich nicht mehr ducken. Ja, ja, ja. Nein, nein. Ein
ein herzliches Dankeschön an Mistress Luna und die Kanalmitglieder für euren Support. Vielen lieben Dank. Dankeschön, ihr seid spitze.